schrill, bunt, unterhaltsam und sehr musikalisch. So könnte man den Ball der AIDS-Hilfe im Wiesbadener Kurhaus umschreiben. Moderiert wurde das Spektakel von Babsi Hart und Jascha Habeck. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schirmherr war Oberbürgermeister Sven Gehrig. Ich bin sehr, sehr stolz auf die AIDS-Hilfe Wiesbaden und auf Ihre Arbeit. Am 6. Dezember vor 15 Jahren, also gestern vor 15 Jahren, habe ich beim Ball der AIDS-Hilfe, damals noch in den Kurhauskolonnaden, den Mann kennengelernt, mit dem ich jetzt bereits seit 4 Jahren verheiratet bin. Für mich der beste, der tollste, der toleranteste Mann auf dieser Welt. Und deswegen bin ich einfach stolz darauf, heute hier als Schirmherr stehen zu dürfen. Herzlichen Dank und jetzt lasst uns gemeinsam einfach feiern. Schecks wechselten den Besitzer, um schließlich Bühne und Parkett freizugeben für den eigentlichen Zweck des Abends, Tanz und Spaß. Stargast des Abends war Mary Rose! Die vom Publikum gefeiert wurde. Wieder ein gelungener Abend für die Gäste und die AIDS-Hilfe Wiesbaden.